Bundesministerin. Und nun am Wort Elisabeth Köstinger, Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus der ÖVP. Ich freue mich sehr, hier heute im Parlament über die Agenda meines Ressorts während der EU-Ratspräsidentschaft zu sprechen. Wir werden ja ab 1. Juli diese übernehmen und es ist insofern für mich natürlich auch ganz besonders, weil ich als Europaabgeordnete insgesamt rund 17 Ratspräsidentschaften miterlebt habe und mir somit natürlich auch der Verantwortung Österreichs in der Europäischen Union bewusst bin. Wir stehen vor allem aber auch im Blickpunkt unserer europäischen Partner, weil es extrem viele Vorhaben im Halbjahr gibt, die vor der Europawahl 2019 noch fertiggestellt werden müssen. Und unsere Ratspräsidentschaft steht vor allem deswegen vor sehr herausfordernden Vorzeichen, weil extrem große Themen vor uns liegen, wie beispielsweise der Abschluss der Brexit-Verhandlungen oder eben auch die Verhandlungen zum mehrjährigen Finanzrahmen. Und das alles sind natürlich Diskussionen, die maßgeblich die Zukunft der Europäischen Union mitprägen werden. Für mich als Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus liegen die großen Schwerpunkte der Ratspräsidentschaft in den Bereichen Umwelt, Klima- und Energiepolitik, Landwirtschaft und Fischerei sowie natürlich auch der Kohäsionspolitik. Das gemeinsame Ziel über all diese Politikfelder hinweg ist die Umsetzung einer nachhaltigen Politik und dafür die Umsetzung natürlich eben auch der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, die uns eine wichtige Orientierung gibt. Der Bereich Umwelt und Klima wird ein ganz zentraler Bereich unserer Arbeit im Rahmen der Ratspräsidentschaft sein. Vor allem deswegen, weil ins zweite Halbjahr 2018 eben auch die COP24 in Polen fallen wird. Die wird unter österreichischem Vorsitz, werden hier natürlich auch EU-Verhandlungsmandate auf der einen Seite festgelegt. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich, dass speziell durch die Ankündigungen der USA aus dem Paris-Klimavertrag auszuscheiden, hier sehr viele Herausforderungen auf uns zukommen, vor allem auch im Hinblick auf die Weiterentwicklung und Umsetzung aller Ziele, vor allem auch mit den Entwicklungsländern. Der Umweltbereich wird vor allem durch Verhandlungen zur Reduktion des CO2-Ausstoßes im Verkehr geprägt sein. Hier ist insbesondere wichtig das Dossier zu den CO2-Flottenzielen für PKWs und leichten Nutzfahrzeugen sowie ein weiteres Dossier für schwere Nutzfahrzeuge, das die Kommission jetzt im Mai 2018 vorlegen wird. Aber auch der Bereich Abfallvermeidung wird für uns besonders wichtig werden. Zur Kreislaufwirtschaft haben wir ja die Verhandlungen zu 6 Abfallrichtlinien kürzlich abschließen können. Als weitere Maßnahme dieses Aktionsplans Kreislaufwirtschaft und auch der Plastikstrategie hat die Kommission für 2018 die Vorlage des Legislativvorschlages zu Einwegplastik und Meeresmüll angekündigt. Und genau dieses Thema Plastik und Plastikvermeidung sehen wir als eines unserer ganz großen Prioritäten an. Im Bereich Energie hat die EU-Kommission im November 2016 das Paket saubere Energie für alle Europäer vorgelegt und damit handelt es sich eigentlich um das größte Energiepaket, das die Europäische Union jemals verhandelt hat. Es ist ein wichtiger Meilenstein zur Umsetzung der Pariser Klimabeschlüsse und es soll vor allem eben auch dieses gemeinsame Dach der Energieunion geschaffen werden. Die Vorschläge betreffen die Themen Energieeffizienz, Elektrizitätsbinnenmarkt, erneuerbare Energien und vor allem auch die Governance als Steuerungsrahmen für diese Energieunion. Und wir streben hier unter unserer Ratspräsidentschaft den Abschluss aller noch verbleibenden Dossiers aus diesem Paket auch an. Im Agrarbereich wird 2018 der Schwerpunkt auf die Zukunft der gemeinsamen Agrarpolitik nach 2020 liegen. Basierend auf der Mitteilung zur Ernährung und Landwirtschaft der Zukunft arbeitet die Kommission derzeitig auch an den Legislativvorschlägen zu diesem Thema. Die werden Ende Mai vorgelegt. Der Vorschlag zur Verbesserung der EU-Lebensmittelversorgungskette soll im April vorgelegt werden. Auch der wird eine ganz große Schwerpunktsetzung für unsere Ratspräsidentschaft darstellen. Und Ziel ist es natürlich auch, diese Dossiers so weit wie möglich voranzubringen. Eine der wichtigsten Fragen wird natürlich auch die Finanzierung der künftigen Agrarpolitik sein. Und dabei geht es uns speziell um die Frage, welches Agrarmodell der Zukunft wir in Europa haben wollen. Die Schwerpunkte im Forstbereich betreffen die versuchte Wiederaufnahme der Verhandlungen einer paneuropäischen Waldkonvention sowie die Einleitung des Reviews der EU-Waldstrategie
auch sehr wichtige Themenbereiche, wenn es um die Erreichung der Klimaziele geht. Und genauso wie wir die gemeinsame Agrarpolitik derzeit grundlegend überarbeiten, plant die EU-Kommission Ende Mai auch einen Vorschlag für die Zukunft der Kohäsionspolitik nach 2020. Die Höhe und die Verteilungsmechanismen werden ja im mehrjährigen Finanzrahmen festgelegt. Wir konzentrieren uns also auf die Verhandlungen der thematischen Ausrichtung und vor allem auch der technischen Abwicklung. Und da ist es für uns ganz wichtig, eine effiziente Mittelverwendung auf der einen Seite und eine grundlegende Verwaltungsvereinfachung auf der anderen Seite auch durchzusetzen. Das sind einmal die großen Linien unserer Ratspräsidentschaft. Es gibt natürlich noch eine Vielzahl von kleineren Dossiers, die auch sehr wichtig sein werden. Wir sind dabei, das schon sehr eng mit der EU-Kommission, den Kollegen im Rat und vor allem auch dem Europäischen Parlament abzustimmen. Ich freue mich aber sehr, dass wir im Mai noch einmal eine ganz detaillierte Aussprache zu dem Ratsprogramm auch haben werden. Die geplanten Events, informellen Räte, die auch in Österreich stattfinden werden, und natürlich auch die inhaltliche Abstimmung wird da ein Schwerpunkt sein. Und uns als Bundesregierung ist es natürlich wichtig, speziell auch das Parlament und hier auch die Abgeordneten bestmöglich in die Arbeit und für die Vorbereitungen der Ratspräsidentschaft auch mit einzubeziehen. Vielen Dank. Die österreichische Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2018 sei mit den Brexit-Verhandlungen und den Verhandlungen um den mehrjährigen Finanzrahmen besonders herausfordernd. Diese Diskussionen werden die Zukunft der EU maßgeblich prägen, betont Elisabeth Köstinger, Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus der ÖVP.